Let's go! So, herzlich willkommen zum 21. Let's Play von Castlevania Circle of the Moon. Ja. Wir haben im vorigen Video jetzt Camilla besiegt. Dadurch haben wir jetzt diesen extra High Jump, wie ihr seht. Und jetzt geht's weiter. Ja. Das Geile ist, mit dem Ding kann man richtig geil die Wände. Das meinst du, ja? Ja. Richtig geil die Wände kontrollieren. Eine Forest Aim, eine Wind Aimer. Weg damit. Und ein paar KP extra. HP, lecker. Ah, dass man das nicht vorher holen konnte. Ja. So. War der Wall Jump gerade. Man muss auch die Flamme auch genau an der Stelle haben. Und das, naja. Ja, ah ne, das war das. Jetzt haben wir die Abkürzung genommen da. Oh, da ist ein Feld, was wir noch nicht ausgefüllt haben, das will ich noch. Ja, da bist du vorbeigerusht. An dem Durchgang. Da ist er. Ja. Ist da vielleicht noch was drin? Tatsache, ja, Herzen. An diesem Feld warst du vorbeigerusht. Ja. Hat sich ja nochmal gelohnt. Diese Herzen hätten wir gar nicht gekriegt, wenn dir das nicht aufgefallen wäre. Wäre, wenn das da was fehlt, ja? Ja. An diesem großen Raum. Ist es der Sektor komplett? Sieht schick aus. Da ist noch was. Boah. Einige Stellen werden wir auch. Wollen wir erstmal den rechten Sektor abgreifen jetzt? Boah. Aber schnell ist damit jeder einfach noch. Das ist Teleportation. Cool, den kann man. Ja, den Teleporter können wir auch nutzen. Der hier in diesem Raum ist. Ah, ja, sind sogar. Sogar genau da, wo du hin wolltest, oder? Ja. Die kleinen Räume, die kann man später mal abgreifen. Die Miniräume. Meinst du, ja? Ja. Mal gucken, ob hier an der Wand noch was ist. Ah. Nein, aber Mana. Da oben habe ich Mana gesehen. Damit wir nicht sagen können, kein Mana. Sieht sowieso gerade so aus, als ob man. Eigentlich in den meisten Castlevanias ist das hier ein Boss. Ja, die Legion. Genau. Legionäre. Stillgestanden! Ja, hier muss ich noch den Raum ordentlich ausfüllen. Wenn schon, denn schon. Es gibt ja bestimmte DSS-Fähigkeiten, die. Je stärker werden, je mehr Karte man aufgedeckt hat. Ja. Ah, die lassen wir fallen. Ah, der gefallene Engel lässt das fallen. Boah, der das macht ist aber das wieder. Ja. Der macht ordentlich Schaden, der gefallene Engel. Ich denke mal, es war ein Engel, aber nicht vom Typ Licht. Ja. Sondern vom Typ Schatten. Da ist wieder was drin, ne? Da, ganz rechts. So wie es aussieht, ein Herzteil. Ne, KP. Nee, KP. Können wir immer gebrauchen. Ja, für jeden Boss. Der nächste ist huge. Er ist zwar schnell, aber stark. Hm. Nicht wirklich, stimmt's? Battle Arena. Ja. Nein. Da kommt man raus. In den häufigsten Spielen ist das hier. Ist hier ein Boss namens Balore. So schnell soll hier ein Boss sein schon. Wie es aussieht. Wir haben noch nicht mal einen Speicherpunkt gesehen. Ah, dann scheint es ja ganz unten. Nee. Hä? Das ist jetzt auch ein bisschen komisch. Very curious. Ja. Aber hier in dem Raum war ein Durchgang. Ja. Lass uns den erstmal abklickern. Abchecken. Auf jeden Fall haben wir schon mal den Boss gesehen. Und das wird höchstwahrscheinlich huge sein. Ja. Wo man den Last Key oder wie das Item heißt, ja, bekommt. Nein, Teddy. Klatsch. Lass liegen. Du kannst ja eh nicht verkaufen. Stimmt's? Ja. Einfach durchgeflutscht. Ja. Einfach durchgeflutscht durch den Gegner. Ein bisschen stärker.
ist ja kein Problem mehr. Hatte man bekommen, als man den Zombie-Drachen besiegt hatten, oder? Ja. Nach dem Sieg über den Tod hat man ja die Fähigkeit gekriegt, aus dem roten Wasser normales Wasser zu machen. Ja? Ja? Das war das Ding gewesen. WTF! Ganz unten rechts ist noch was. Mal gucken, was da drin war. Wenn wir den ausgefällt haben, dann gehen wir wieder zum Boss und machen dann da weiter. War huge. Ja. Ja. The Thunder Aimer. Da. Ja, zwei runter. Ja, muss das sein. Ja. Einer von den schwersten normalen Bossen ist welcher? Oder haben wir den noch nicht gesehen? Nee, hat man noch nicht. Aber in der Enzyklopädie kann man den sicher angucken. Ja. Ich glaube, das war einer von den Rittern. Von den Knights? Von den Engels? Also, das ist der Lichtritter, sehr knackig. Bis jetzt! Ja. Gulasch. Brauchen wir nicht mehr. Ah, genau, das ist das, also was uns da gefehlt hat. Und diese Stufen brauchen wir jetzt nicht mehr. Diese, ja. Stepstones. Jetzt, wo man den Rock Flügel hat. Braucht man die ja nicht mehr versteinern oder eineisen. Ja. Jetzt haben wir den Sektor, mal gucken, was da noch fehlt. So einiges. Da oben kommen wir nicht hin. Wie, was, wo? Unten links ist noch was. Wie, was, wo meinst du denn jetzt? Ja, da unten. Da ist auch noch eine freie Fläche. Das hier meinst du? Ja, zwei Stück sogar. Vielleicht war einer von den Wegen, wo man durch konnte. Ah, wir machen da oben zum Speierpunkt und da. Wollen wir das zeigen oder? Bleibt dir überlassen. Gehen wir zum nächsten Boss. Zu huge. War das Wort, aber die Karte haben wir schon. Nicht wahr? Aber wir hören die jetzt auf. Ja, würde ich auch sagen. Und wir sehen uns im nächsten. Ja, dann würde ich auch mal sagen, dass für dieses Video dann erstmal war. Und wir sehen uns dann beim nächsten Boss, wo wir vorhin schon waren. Ja, die Tür habt ihr schon gesehen. Ja. Und tschüss. Ciao.